Herzlich willkommen zu einem neuen, das vierte Drittel nach dem 3:0-Erfolg gegen den EV Landshut. Heute bei mir kein geringerer als Jerome Flake. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Ja, heute ein vernünftiges Spiel, würde ich mal sagen. Ja, mal eine starke Mannschaftsleistung auf jeden Fall, ja. Ja, gehen wir vielleicht mal rein. Erste Drittel, das 1:0 gemacht, mit einem 1:0 in die Pause gegangen. Wie hast du das das Spiel verfolgt? Wie hast du das gesehen, vor allem jetzt das erste Drittel? Haben gut die Scheiben hinten rausbekommen und haben die eine Chance, Leon und ich haben die genutzt, den Konter, haben direkt reingemacht und Biggie war halt stark im Tor, ne, und hat uns im Spiel gehalten und ja, war ein gutes erstes Drittel, sind wir gut rausgekommen. Ja. Mit Schnelligkeit. Dann zweites Drittel, zwei Tore noch nachgelegt. Ich habe es tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen. Ich saß hier noch im Büro. Wann sind die Tore gefallen? Ja, die sind ziemlich schnell gefallen. Also wir haben mit Selbstvertrauen gespielt, sind so wie im ersten Drittel direkt im zweiten Drittel rein und haben wirklich, wie gesagt, mit Selbstvertrauen und haben an uns geglaubt und haben uns nicht zurückgezogen, einfach offensiv weiter und haben die Chancen genutzt, dann auch in Überzahl und Unterzahl auch. Den Konter, ja. Vor allem Unterzahl. Heute, ich glaube, das war das fünfte Unterzahltor in dieser Saison. Da merkt man, also das Unterzahlspiel, das liegt euch ja vor allem in der Saison. Also das klappt ja echt gut. Ja, wir blocken die Schüsse halt stark, ne? Also, und wenn der Schuss durchkommt, dann ist der Bicky da. Ja. Und ja, muss erstmal die Jungs haben, die Pucks da fressen vorm Tor und auch aggressiv das PK spielen, dass sie halt einfach nicht viel Zeit haben, ihr Powerplay aufzubauen. Ne? Ja, jetzt war das tatsächlich der fünfte Sieg in Serie. Das hatten wir in dieser Saison hier in Krefeld noch nicht. Wie gut tut das vor allem jetzt Richtung Blick auf die Playoffs? Ja, es tut sehr gut auf jeden Fall. Erst war ja am Anfang, ich glaube, jetzt haben wir die Pre-Playoffs sicher. Mhm. Da ging es ja schon eher Blick Playdowns, Pre-Playoffs und haben uns aber zusammengerissen, haben auch nochmal mit der Mannschaft intern viel gesprochen. Und haben gesagt, klar, muss man jetzt irgendwas ändern, weil mit der Mannschaft kann man nicht so viel verlieren. Und haben dann einfach ein Zeichen gesetzt, ja. Haben weiter an uns geglaubt, weiter an uns gearbeitet, gut trainiert und Taktik auch ein bisschen geändert. Haben das an die Taktik geglaubt und jeder hat es umgesetzt. Das zeichnet eine gute Mannschaft aus, dass dann in der wichtigen Zeit die Punkte halt holst, jetzt gerade in der Phase, ja. Ja, jetzt haben wir noch 3 Spiele zu spielen, 9 Punkte zu vergeben. Was glaubst du, werden das für Spiele jetzt? Vor allem jetzt am Sonntag in Regensburg, die ja auch eine unfassbar gute Saison spielen. Ja. Wir müssen einfach so weiterspielen, wie wir jetzt gerade machen. Dürfen jetzt nicht überheblich werden oder so. Einfach weiter kämpfen und weiter an uns glauben, mit Selbstvertrauen spielen. Und ja, jedes Spiel auf jeden Fall erstmal von Spiel zu Spiel. Erstmal Fokus Sonntag. Mhm. Und müssen wir uns gut vorbereiten. Und jedes Spiel ist jetzt ein Playoff-Spiel. Ja, das höre ich ganz, ganz häufig jetzt. Jedes Spiel ist ein Playoff-Spiel. Damit das Mindset, damit das so bei euch in den Köpfen ist, dass, genau, dass der Wille quasi, dieser Playoff-Charakter, dass der jetzt quasi schon mit auf dem Eis ist. Ja, dass du es direkt in die Playoffs mitnimmst. Ja. Wie fühlst du dich hier in Krefeld? Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich fand es heute auch wieder krass mit den Fans, also die Stimmung. Ja. Schon eine krasse Fanbase, also habe ich echt selten erlebt. Also ich spiele jetzt meine 17. Profisaison und schon echt, muss ich sagen, Respekt. Und ja, klar, das Stadion sehr schön, alles drumherum, man kümmert sich um alles und ja, fühlt man sich wohl, fühlt man sich zu Hause. Ja, du bist ja während der Saison erst zu uns gestoßen, um zu helfen. Was hast du hier für eine Mannschaft vorgefunden? Ja, es war für mich auch schwierig erstmal. Ich habe es noch nie in meiner ganzen Karriere sowas gemacht, in der Saison gewechselt. Mhm. Keine Ahnung, es ging so schnell. Ich war gerade die Sachen geholt und musste praktisch schon aufs Eis und musste spielen. Also ich habe erst am Anfang gar nicht durchgesehen. Also ich war richtig... Erstmal Schock und ja, alles prasst auf einen ein. Ja, ne? Klar, ich war dann im Hotel halt gehockt und ja gut, jetzt muss ich spielen. Keine Klamotten gehabt, wirklich einfach nur halt... Ja. Keine Ahnung, es war ziemlich anstrengend und also mental war das schon hart am Anfang, aber dann wurde es halt von Woche zu Woche besser und die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Ich kannte ja auch noch viele Spieler von der Mannschaft und am Anfang war es schon aber echt schwer, muss ich sagen, aber ich hatte es auch noch nie. Wen mit dem Leon, den Leon kennst du wahrscheinlich von vorher, mit wem Weißi hast du... Weißi kenne ich ja gut, Kretsche auch von Düsseldorf-Riefers. Jo.
Ja. Also waren schon einige bekannte Gesichter. Ja. Sind das dann auch die Leute in der Kabine, die dann auf dich zukommen und sagen, hey, so und so, so läuft das hier, nehm dich an die Hand? Oder wie ist das? Wie läuft sowas ab? Ich habe ja schon gesagt, bald mein 800. Profispiel, also ich habe ja schon ein paar Spieler kennengelernt, aber klar sind das die Führungsspieler auch und haben mich dann schon so, jetzt, keine Ahnung, zur Hand genommen, ja. Wenn ich halt Fragen hatte, konnte ich mit denen sprechen und haben es mir einfacher gemacht, auf jeden Fall, ja. Ja, du warst ja am Anfang der Saison, hast glaube ich 12 oder 13 Spiele ja noch für Augsburg gemacht, da hast du nicht so in deine Rolle gefunden oder hast dich nicht ganz so wohl gefühlt. Kannst du das vergleichen, die Mannschaft in Augsburg und die Mannschaft hier in Krefeld? Ist das ein großer Unterschied? Wird da recht gleich gearbeitet oder gibt's da Unterschiede? Beides Profimannschaften, also eigentlich ziemlich gleich, ja. Also jeder hat seine Topspieler und auch im Krafttraining und sowas eigentlich ziemlich gleich, ja. Nur, dass ich halt hier mit viel mehr Selbstvertrauen spielen kann und mehr Eiszeit bekomme und halt das Spiel spielen kann, was ich kann. Das hat, ich glaube, Greg Poss am Anfang auch gesagt, als du hier ankamst, Peter Dreiseitel hat es gesagt, du bist ein Spieler, dem muss man auch die Eiszeit geben, damit du dich entfalten kannst auf dem Eis. Ist das wirklich so? Genau, ja, das stimmt. Ja, dass ich halt das Selbstvertrauen aufbaue, deswegen habe ich am Anfang ein bisschen gebraucht, weil ich ja aus Augsburg kam, da habe ich ja nicht so viel gespielt und hat ein bisschen gedauert, dann war ich auch noch verletzt, aber ich habe dann mit dem Herbie jeden Tag hart trainiert mit dem Gips. Also ich war halt nur am Laufen, hat keinen Spaß gemacht, aber am Ende des Tages hat mir das die Fitness zurückgebracht, die ich halt vorher wegen der Eiszeit nicht hatte. Und jetzt fühle ich mich super und bin bereit. So, ja. Bereit für die Playoffs oder Pre-Playoffs, je nachdem, wo die Reise noch hingeht. Ja. Ihr hattet ja jetzt auch ein bisschen Verschnaufpause, hattet nach dem Weißwasserspiel 4-5 Tage frei. Mhm. Wie hast du die verbracht? Ich war tatsächlich in Augsburg, weil da auch meine Familie ist und meine besten Freunde. Und haben da die Zeit mit meiner Frau und meinem Hund verbracht und haben ein bisschen abgeschaltet. Ja. Bist du mit deiner Leistung hier bis jetzt in Krefeld zufrieden oder sagst du, nee, ich muss noch eine Schippe drauflegen oder ähnliches? Ja, also ich denke, momentan helfe ich dem Team schon recht gut. Klar, kann man immer besser sein. Jetzt momentan, wo wir halt auch so viele Spiele gewinnen, zeige ich auch mein Können und denke ich, dass ich da auch schon gut mithelfen kann. Ja, ja. Wenn wir jetzt Richtung Playoffs schauen, hast du irgendeinen Gegner jetzt in der Saison, wo du gesagt hast, boah, gegen den spiele ich eigentlich ganz gerne oder gegen den haben wir eigentlich ganz gute Chancen? Hast du da einen Gegner? Oder sagst du, das ist alles schwierig? Ich fand schon, in Ravensburg fand ich schon schwierig, muss ich sagen. Ansonsten, aber wie gesagt, wenn wir so spielen wie heute, da brauchen wir auf jeden Fall vor keinem verstecken und da können wir gegen jeden gewinnen. Absolut. Ja. So, ich setze dich jetzt einmal kurz auf die Strafbank. Es gibt kurze Entweder-Oder-Fragen, die du schnell beantworten darfst. Wir starten direkt. Köln oder Düsseldorf? Düsseldorf. Hamburg oder München? Hamburg. DEL mit wenig Eiszeit oder DEL2 mit viel Eiszeit? DEL2. Das haben wir ja eben schon beantwortet. Sommer oder Winter? Sommer. Fast Food oder Healthy Food? Beides, Mix. Mhm. Kaffee oder Tee? Kaffee. Pinguin oder Löwe? Pinguin. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Morgenmuffel. Verletzt auf der Tribüne oder auf der Bank mit wenig Eiszeit? Auf der Bank mit wenig Eiszeit. Malle oder Ibiza? Ibiza. Beim Auswärtsspiel am selben Tag anreisen oder einen Tag vorher? Einen Tag vorher. Über- oder Unterzahl? Überzahl. Perfekt. So, du darfst wieder zurück aufs Eis. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die persönliche Schiene rein. Wie ist denn Jerome Flake aufgewachsen? In Königsbrunn, war auch bei den Pinguinen. Königsbrunn. Mm. Ja, jetzt bin ich wieder bei den Pinguinen. Wichtig. Ja, ist bei Augsburg. Eine kleine Stadt, da bin ich aufgewachsen und da bin ich groß geworden, auch im Eishockey angefangen. Mm. Mit 7 Jahren bist du dann zum Eishockey gekommen. Mhm. Wie bist du das allererste Mal in eine Eishalle gekommen? Ja, ich glaube, meiner Mutter hat mich schon ab und zu mal mitgenommen, so zum Freilauf. Aber wirklich zum Eishockey gekommen bin ich in der Grundschule. Da waren halt so, hast halt ein Buch bekommen mit Berufsarten oder mit Sportarten. Und ich wollte unbedingt Gärtner sein damals mit 6, 7. Ja. Und dann haben die Lehrer gesagt, nee, das ist komplett überfüllt, das geht nicht. Mhm. Und
dann bin ich nach Hause zu meiner Mutter und habe zu der gesagt, du musst bitte nächsten Tag mitkommen in die Schule und musst sagen, dass ich da als Gärtner wie nennt man das, so einen Schnupperkurs oder sowas. Das ging, glaube ich, ein paar Tage. Und dann ist meine Mutter mit in die Schule, sagt, ja, könnt ihr den nicht mit reinmachen, einfach, ist nicht so schlimm, wenn einer das mehr ist und so. Und dann haben die gesagt, nee, ist wirklich komplett überfüllt, aber Eishockey ist ganz neu. Und so bin ich zum Eishockey gekommen, war schon ein krasses Schicksal eigentlich, ja. Boah, stell mal vor, du wärst in dem Moment, die Lehrerin hätte ein Auge zugedrückt und hätte gesagt, komm, Jerome, du darfst noch mit in die Gärtnerei kommen. Das ist schon krass. Ich weiß auch nicht, warum ich Gärtner machen wollte, keine Ahnung. Leidenschaft, draußen im Grünen sein, in der frischen Luft sein. Ja. Im Nachhinein bin ich aber froh, dass das war. Aber es war schon ein krasses Schicksal, ja. Verständlich. Ja. Dein erstes Profispiel hast du dann bei den Kölner Haien bestritten. In der DEL. Wie ist das, was ist das für ein Gefühl, wenn man seine ganze Jugend darauf hinarbeitet, Profi zu werden? Und dann ist der Tag gekommen und du darfst das erste Mal aus dem Tunnel raus und die längste Arena voll prallgefüllt und dein Name wird ausgerufen. Ja, kannst du dich an den Moment noch erinnern? Ja, auf jeden Fall. Da hat man schon so, okay, jetzt geht es in die richtige Richtung auf jeden Fall. Ich habe ja früher auch Königsbrunn, da war ja vierte Liga, also da schon halt wie ein kleiner Junge, also hier, ich will einen Schläger haben und Trikots, bla bla bla. Hat dann auch in Augsburg gespielt und hab da halt immer hochgeahnt zu den DEL-Spielern. Aber ich war ja schon mit 14 dann von zu Hause weg, also habe ich schon alleine gewohnt mit 14 in Garmisch-Partenkirchen damals, haben wir ein Haus mit ein paar jungen Spielern und einen Sanitäter, der war halt so als Betreuer quasi. So ein bisschen da. Ja, weil wir jungen Frechen waren da. Also hatte er viel Arbeit mit euch. Ja, genau. Das erste Bierchen da ist und sowas, weißt du, wie es ist. Natürlich, glaube ich. Ja, dann mit 16 auch nach Mannheim, Internat mitgemacht. Also ich habe schon viel investiert. Also wenn die Jungs halt meine Freunde am See lagen, warst war ich du halt am trainieren. Und bin halt jeden Tag 6-8 Kilometer gerannt und ich wollte unbedingt Eishockey-Profi werden. Ich habe echt die ganze Kindheit da investiert und wie gesagt mit 14 von zu Hause weg, um das zu schaffen. Und ja, hat dann Gott sei Dank halt auch noch das Talent halt, um es halt ganz nach oben zu schaffen. Ja, und da hat es dann in Köln den ersten Profitag angefangen. Da ich auch eine eigene Wohnung, bin dann mit dem Einkaufswagen, da hatte ich ja keinen Führerschein, damals 17 noch, dann bin ich Einkaufswagen durch ganz Köln-Deutz gefahren, um da die Nudeln da zu kaufen und habe dann ganz Tag neue Nudeln da reingehauen und war aber auch geil, sowas mal mitzumachen. Ne? Ja, voll. Aber ist ja auch wirklich krass, wenn du sagst, mit 14 ausgezogen, quasi durch die Republik gezogen. Meine und Mutter immer war nicht glücklich auf jeden Fall. Hast du in deiner Karriere dann öfters auch mal Heimweh oder gesagt, boah, ich vermiss die Family oder sagst du, nee, du hattest da schon immer den Fokus? Und nee, ich hab mich wohlgefühlt, so unterwegs zu sein und die ganzen guten Städte auch zu sehen und hat halt wirklich Eishockey-Profi einfach nur im Kopf und hat Spaß gemacht. Ja. Jetzt hast du ja, du hast in Köln, in Hamburg, München, Ingolstadt Düsseldorf, Augsburg. Ja. Was war so deine schönste Zeit? Wo? Ich glaube Hamburg. Da am Anfang in Köln, wo ich angefangen habe, da war ich ja noch ein junger Spieler, nicht so viel Eiszeit gehabt, um so ein bisschen reinzukommen. Aber in Hamburg bin ich da wirklich gut geworden. Dann. Also da haben wir ja schon unsere Reihe damals mit dem Wolf und Festerling. Die waren stimmt. Halt schon echt, da waren wir echt, haben wir die Liga mehr oder weniger auseinandergenommen. Ja. Da waren wir echt stark, ja. Und da bin ich ja halt dann wirklich gut geworden. Dann habe ich auch A-Nationalmannschaft gespielt und das war schon meine Primetime so in Hamburg. Wie? Aber in München auch zweimal Meister geworden war auch. Stimmt, direkt die Jahre danach. Auch, ne? Ja. Hamburg ja dann Insolvenz. Genau, das war heftig, hier in Krefeld sind wir mit ganz, ganz viel Glück daran vorbeigekommen. Mhm. Was macht das mit einem Spieler? Vor allem, wenn man sagt, boah, ich bin hier gerade eigentlich im höchsten Punkt meiner Karriere, wir zerschießen die Liga und dann springt da plötzlich so ein Investor auf. Ja, das war heftig, ja. Also da waren die Fans ja, ich bin ja gerade bei der WM im Viertelfinale gegen Russland gespielt, das war auch so ein Höhepunkt meiner Karriere, da war es, wir haben erst in St. Petersburg die Vorrunde gespielt und dann haben sie mal fürs Viertelfinale nach Moskau mit dem Zug und haben dann gegen Russland in Moskau gespielt, Viertelfinale, war schon heftig. Ja. Und da war mein erstes Bulli, stand der Ovechkin neben mir und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt ehrlich? Also es war halt schon auch heftiges Gefühl damals, ja, also es war krass und dann direkt danach hat der Manager angerufen und gesagt, ja, in Hamburg ist jetzt vorbei praktisch. Und dann bin ich nach Hause geflogen, dann standen schon die Fans heulend vor der Arena und
Ich hab die Bilder tatsächlich auch noch im Kopf. Und dann wurde dann noch versucht, so irgendwie. Aber das ist ja. Ja, ich hatte halt Glück, dass ich halt wirklich gut gespielt habe. Dann ist es einfacher, Vereine zu finden. Aber manche Spieler, wenn du dann verletzt bist oder halt keine gute Saison, aber auch alles drumherum, ne? Die Eismeister, Betreuer, die Familie zu Hause haben, müssen halt auch in den nächsten 3 Monaten schauen, wie sie jetzt erstmal wohin, was mache ich jetzt so. Ja. Das war schon heftig. Ja, glaube ich. Du hast gerade angesprochen Familie. Du hast eine neue Familie, beziehungsweise da ist jemand dazugekommen. Du hast geheiratet. Ja. Die Michelle, die ja auch aus Düsseldorf kommt. Ja. War das auch so ein Grund zu sagen, ich bin wieder näher an meiner Frau dran, Krefeld, Standort näher an Düsseldorf. War das auch ein Argument zu sagen? Auf jeden Fall, ja. Wir haben uns damals auch in Düsseldorf kennengelernt und haben uns auch wohlgefühlt dort. Deswegen war das schon so ein Ziel, dass wir da auf jeden Fall zurück wollen. Und da ist halt ihre Familie, meine Familie, halt, das ist ein bisschen traurig, halt meine Freunde, aber ja. Nee, wir fühlen uns beide wohl im NRW. Und du hast ja dann auch ab und zu noch mal Zeiten, wo du nach Augsburg oder dann in die alte Heimat fahren kannst. Ne? Was macht so ein Jerome Flake, wenn er nicht an Eishockey denkt? Ich fahre gerne im Auto rum und gehe in die Stadt, Kaffee trinken, shoppen. Ja. Ich mag Klamotten, so, ja, meine Frau auch, also mit meinem Hund halt spielen, ja, sowas. Ja. Wenn wir jetzt einen Outfit-Check machen würden, lohnt sich das heute hier oder? Ja, heute bin ich schlicht angezogen. Ich habe eine auffällige Jacke dabei. Mhm. Also ich mache halt schlicht und immer so ein auffälliges Teil oder sowas als Eyecatcher. Was ist so das teuerste oder, gehen wir mal auf Schuhe. Was sind so deine teuersten Schuhe, die du im Regal stehen hast? Sind schon, also kosten schon, gibt es mal einen Schuh für 1000 Euro, gab es schon mal, ja. Ui, ja. Stark. Aber das ist ja auch so eine Leidenschaft, also vor allem so Sneaker. Manche geben es halt für was anderes aus und ja, keine Ahnung. Ich habe meistens halt ab und zu, also nicht, dass ich jetzt jede Woche irgendwie so tolle Sachen kaufe. Ja. Zu viel Geld habe ich nicht, aber... Dann muss ich das ja auch erarbeiten, ne? Ja, natürlich. Ich habe auch dafür viel investiert in meiner Karriere und wenn ich halt was Geld übrig habe, dann kaufe ich mir ein schönes Klamottenteil oder halt auch meistens aber was halt auch nicht so oft gibt, also wo man nicht so oft sieht. Kollabomäßig, solche Geschichten. Mhm. Das sind ja dann auch, wenn man in die Richtung geht, ist es ja nicht, ich kaufe mir irgendwelche Luxusklamotten, sondern ist ja auch gefühlt eine Anlage. Schuhe oder ähnliches. Wenn es das nicht so oft gibt auf der Welt. Eben, oder sowas, eben, ja. Wo siehst du dich in 5 Jahren? In 5 Jahren, als wirklich spiele ich da wahrscheinlich nicht mehr. Oh, sag das nicht. Ich bin schon recht alt, nee, aber ich würde gerne meiner Frau zusammen als Team zusammenarbeiten, was finden und vielleicht gerne wahrscheinlich eine kleine Gärtnerei. Ja, vielleicht eine Gärtnerei. Und ja, dass ich ein Kind mit ihr habe und einfach eine glückliche, gesunde Familie habe. Ja. Was ist dein Ziel hier mit den Pinguinen? Ja, auf jeden Fall Top 4, Top 6 die Saison und Aufstieg wäre halt natürlich das Ziel, klar. Ja. Jetzt haben wir das Drittel tatsächlich fast schon um. Mhm. Gibt es noch irgendwas, du hast es vorhin mal angesprochen, was du den Fans noch mitgeben möchtest, was sagen möchtest? Ja, macht einfach weiter so. Also Gänsehautgefühl heute auch wieder nach dem Spiel. Das macht glücklich und stolz und das brauchen wir. Und habe ich selten erlebt in meinen 17 Profijahren. Also echt Respekt davor. Danke. Und so lassen wir es, glaube ich, einfach stehen. Ja. Jerome, ich danke dir für die Zeit jetzt nach dem Spiel noch, wünsche dir jetzt einen guten Heimweg und euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, was ihr gerade macht.